Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder zu der neuen Folge. Ich bewerte euer Team. Wenn ihr natürlich auch mal mitmachen wollt, einfach euer Team über Insta schicken, euer Budget hinschreiben und schauen auch, dass jeder Spieler auf 10 Chemie ist, weil sonst bewerte ich das nicht. Aktuell habe ich auch nicht mehr so viele Teams. Also, wenn ihr jetzt einschickt, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass euer Team auch mal drankommt. Könnt ihr sehr, sehr gerne einschicken. Wenn es euch natürlich gefällt mit der Serie, schon mal einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Team für heute, für die Folge. Haben wieder 7 Teams, wie immer. Wie gesagt, ich habe ja die letzte Folge 7 Teams bewertet. Kam ja gut an, deswegen mache ich diesmal wieder mit 7. Das erste Team ist ein sehr, sehr günstiges Premier League Team. Hat hier 400-500k übrig. Da kann man natürlich noch einiges machen. Im Tor Begovic, sehr, sehr starker Keeper. Kann man auf jeden Fall drin lassen. Walker würde ich vielleicht upgraden auf den 84er. Bailey ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Ist jetzt nicht der Beste, aber ist okay für den Preis. Ihn hier würde ich austauschen, er hat hoch nach vorne Van Dijk, da würde ich einmal Koscielny oder Ake nehmen, also ich würde auf jeden Fall den Abwehrboss empfehlen. Morrow ein sehr, sehr stabiler Außenverteidiger, kann man auf jeden Fall spielen, also sehr, sehr guter Mann, 80 Tempo, hat sogar hoch nach hinten, sehr, sehr guter Außenverteidiger, also sehr, sehr gut. Bakayoko ist gut, aber wenn man natürlich Coins übrig hat, kann man sich da natürlich einen Kanté hinstellen, was natürlich auch deutlich besser ist. Mané sehr, sehr stark. Mkhitaryan, ist jetzt nicht der allerschnellste, würde ich auch lieber einen Sterling oder einen Salah bevorzugen, weil die deutlich schneller sind, nur sind nochmal 10 schneller, kannst du eigentlich einen aussuchen, wenn du hier spielen willst. Firmino würde ich auch upgraden, einfach auf den 84er, genauso Ressus auf den 83er, einfach die nächsten Versionen holen, die kosten ja nur 3-4k mehr. Wilson würde ich noch rausnehmen, da würde ich den neuen in Form von Lacazette hinstellen, der kostet nur 140.000, ist auf jeden Fall okay, liegt alles im Budget. Und so ist das Team dann deutlich besser, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne Verbesserungen reinschreiben. Falls ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen sehr, sehr starken Linksverteidiger verpasst habe, könnt ihr es gerne reinschreiben für ihn. Ja, ist nur meine Empfehlung, Freunde, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Team. Das erste Team war auf jeden Fall sehr stabil. Gehen wir zum zweiten guten Team. Was sehen wir hier? Lloris, für mich der beste Torwart im Spiel. Hält sehr, sehr überragend. Die Abwehr auch sehr, sehr nice. Aurier, ja, der 84er. Ich fand den nicht besser wie Valencia, bin ich ganz ehrlich. Kann man wahrscheinlich auch in Valencia stellen. Koscielny, Benatia und Alessandro. Sehr, sehr geile Verteidiger. Der Abwehrboss auch über 1000 Spiele. Benatia auch sehr, sehr lange gespielt, bevor ich Blanc hatte. Wenn er einen Tots kriegt, wird er auf jeden Fall wieder ins Team kommen. Benatia, weil er ein sehr, sehr geiler Spieler ist. Mit 1,90 m hoch nach hinten. Sehr, sehr geile Karte. Genauso wie Alessandro. Habe ich auch untauschbar. Auch der hat über 1000 Spiele in meinem Verein. Auch ein sehr, sehr starker Mittelfeldspieler. Genauso, Außenverteidiger. Jetzt kommen wir zu den Mittelfeldspielern, würde ich sagen. Matuidi habe ich auch 1200 Spiele gemacht. Auch sehr, sehr stark. Kanté ebenso. Milikovic würde ich austauschen. Also die normale Karte von dem ist nicht so stark. Da würde ich eher Marquisio oder Allen nehmen. Kannst du eigentlich auch einen aussuchen. Ist eigentlich egal, welchen du nimmst. Ich packe jetzt einfach mal Marquisio rein, aber die sind deutlich besser wie Milikovic, der 80er. Der 80er ist nicht gut, also den will ich nicht spielen. Also Mittelfeld passt dann. Insigne muss man schauen, kann ich nicht bewerten. Ist ja diese Food Swap Karte da, wo man 7 oder 8 abgeben muss. Habe ich nicht gespielt, kann ich nicht bewerten. Aber wenn er klar geht, kann man den auf jeden Fall lassen. Icardi und Dybala, ich würde Icardi austauschen gegen Higuain. Higuain nochmal einen Ticken stärker, nicht viel. Aber wenn du Coins natürlich übrig hast, kannst du natürlich einen Higuain hinstellen. Ich würde die wahrscheinlich dann auch im Spiel, also vorher schon tauschen, ist ja egal. Mir ein Perfect Link. Geht ja klar. Und ja, Higuain ist nochmal ein bisschen besser. Ist auch noch ein bisschen stärker. Würde ich ja einen Higuain spielen. Wie gesagt, könnt ihr auch eure Meinung reinschreiben, Freunde. Ist ja nur meine Empfehlung. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Team. Dritte Team. Haben wir hier auch wieder den Abwehrboss vertreten. Also ihr seht, sehr viele haben heute den Abwehrboss vertreten. Drei, vier Mal drin, glaube ich, insgesamt von den 7 Teams. Also ist auf jeden Fall stark. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele den noch spielen. Aber wie gesagt, er ist halt überragend. Gerade wenn man die Karte hier hat, die ist richtig geil, Freunde. Ihr seht hier, auch der hat bei mir schon über 1000 Spiele gemacht. Fangen aber trotzdem mal im Tor an. Ederson bin ich jetzt kein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Feiere ich jetzt nicht. Deswegen habe ich hier Lloris reingepackt. Dann kommt er hier natürlich nicht mehr auf volle Chemie. Tut mal einfach Marquinhos, der nochmal ein bisschen schneller ist wie dieser Marcano, also besser gesagt Marcelo. Ist Marquinhos nochmal ein bisschen schneller und hat halt Mittel, aber das geht klar, er ist dann auf voller Chemie. Alves und Kolasinac sind sehr, sehr gute Außenverteidiger. Dass der Abwehrboss überragend ist, muss ich glaube ich gar nicht mehr sagen. Das weiß jeder, der ein bisschen Ahnung hat von dem Spiel, dass das der beste Verteidiger im Spiel ist. Also
Ja, schaut euch einfach an, wie krank die Karte ist. Also, wer den nicht spielt, ist selber schuld. Ja, oder wer sie halt nicht gemacht hat, die Karte. Klar. Mittelfeld haben wir hier Paulinho, Petit und Touré. Ich würde Touré austauschen gegen Kanté. Touré ist vielleicht nicht schlecht, aber ja, ich würde ihn jetzt nicht komplett durchspielen lassen. Finde ich jetzt nicht so nice, die Karte. Wenn der gegen mich gespielt hat, der war auch sehr oft nach 60 Minuten platt, deswegen würde ich den empfehlen, vielleicht als Einwechselspieler zu spielen, vielleicht für Paulinho oder ja, vielleicht auch für Kanté nach die letzten 30 Minuten oder so kann man den spielen, aber ich würde ihn nicht das komplette Spiel lang spielen. Sané, Ressus und Dembélé, sehr, sehr starke Spieler vorne. Ressus würde ich noch den 83er holen, wenn du natürlich die Konsten übrig hast, hast eh den Player of the Month, dann würde ich vielleicht die Sané SBC sogar noch machen, wenn die nicht zu teuer ist, weil der Player of the Month, der spart natürlich noch einiges, dass man den dann abgeben würde. Muss man natürlich schauen, was der Rest kosten würde, ob sich das dann lohnt. Wenn man dann natürlich noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es genau kostet, Sané kostet glaube ich 800k. Wenn man dann noch trotzdem noch 600k bezahlen würde, dann würde ich es nicht machen. Aber wenn man dann nur 300 oder 400 zahlen würde, dann würde ich die SBC schon machen. Lohnt sich dann auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team, Freunde, zum vierten Team. Vierte Team auch wieder, ja, ein recht Bundesliga-BPL-Team, also so gesehen ein Standard-Team. Fast jeder hat. Wir haben hier schon mal einen Neuer im Tor. Bin ich kein Freund von, bin ich ganz ehrlich, ist in FIFA nicht gut. Würde ich lieber einen Fährmann hinstellen. Also finde ich besser Fährmann, was er rauskratzt, ist abnormal. Aurier, Bailey, Boateng und Alaba, sehr, sehr gut. Ich würde Aurier natürlich den 84er noch holen. Ich kann jetzt hier nicht zwei Karten reinmachen, sonst hätte ich das auch natürlich auch jeden auf die Bank gepackt und dann umgetauscht. Aber es geht halt nicht, deswegen. Und hier dann immer einzugeben, möchte ich machen. Ich kann ja sagen, ihr holt euch einfach die Upgrades. Ich denke, das geht auf jeden Fall klar, Freunde. Mittelfeld, bin ich ganz ehrlich, finde ich viel zu offensiv. Alles sind für mich drei ZOMs. Keiner ist im ZM-Bereich unterwegs. Deswegen habe ich hier Herrera und Kanté vorgeschlagen. Ich würde Pogba drin lassen und Mahrez und Lingard würde ich rausnehmen. Ich würde hier Herrera hinstellen und hier Kanté. Kriegen auch noch alle wieder volle Chemie, also passt dann auf jeden Fall. Willian würde ich auch austauschen. Da würde ich Sterling oder Salah wieder nehmen, die deutlich besser sind. Und Lukaku finde ich jetzt auch nicht so geil, bin ich ganz ehrlich. Würde ich lieber einen Aguero oder einen Morata nehmen. Wenn du auf den Stoßstürmer aus bist, natürlich Morata. Martial auch sehr, sehr stark. Also Martial kann man auf jeden Fall da auch spielen. Also ist ein sehr, sehr starkes Team dann so. Ich würde es so spielen auf jeden Fall. Ja, die anderen Spieler sind nicht schlecht, aber die hier sind halt besser. Gerade ein Fährmann ist viel günstiger und bringt viel mehr im Endeffekt. Also er hält besser wie ein Neuer. Es ist nicht verständlich, aber es ist halt in FIFA einfach so. Man kann es nicht erklären, Freunde, aber es ist einfach so. Wie gesagt, viele wissen das, dass ein Fährmann mehr hält. Das ist, ja, dürfte eigentlich nicht sein, dass ein 84er mehr hält wie ein 92er, aber es ist so im Spiel. Deswegen könnte er auf jeden Fall am Torhüter da einiges sparen. Gerade ein Neuer ist eh unnötig teuer. Braucht man nicht. Stellt man sich einen Fährmann oder einen Begovic ins Tor, wenn man wenig Coins hat. Reicht vollkommen aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Team. Was haben wir hier im Testing? Einen sehr, sehr guten Torhüter. Mit Lloris für mich die zwei besten Torhüter. Von den teuren Torhütern für mich die zwei besten Ter Stegen und Lloris. Valencia haben wir hier rechts. Sehr, sehr okay. Rijkaard, Nacho und Carlos. Nacho finde ich zu klein, würde ich nicht spielen, bin ich ganz ehrlich. Boateng. Auf jeden Fall rein mit dem. 1,92 Meter. Perfekt. Nacho hat nämlich dieselben Arbeitsraten, aber ist fast 20 cm kleiner. Was haben wir im Mittelfeld? Costa, Pogba und Touré. Hier wieder dasselbe Problem. Alle drei RZOM-Spieler würde ich nicht machen. Ja, Freunde, da würde ich eher einen Vidal statt einen Costa reinmachen. Also finde ich besser. Pogba würde ich dann so tauschen. Alexis auch noch rein für diesen Sessegnon. Der ist auch jetzt nicht so geil. Also ich habe jetzt mal 6 Spiele mit dem gemacht. Fand den jetzt nicht so geil. Werde ich wahrscheinlich für eine SBC abgeben. Und Touré würde ich auch noch rausmachen. Und wird dann im Spiel so umstellen. Also die werden alle die haben sogar so alle volle Chemie. Also so kannst du das spielen, so würde ich das spielen. Finde ich deutlich besser wie ja, Nacho, Costa und so. Hast zudem noch einen Vidal, wenigstens einen Defensiven, ne? Weil Pogba ist auch eher offensiver, macht jetzt auch nicht so viel nach hinten, aber ist besser, ja, wie ein Touré zum Defensiven. Also er hat da nochmal ein bisschen mehr Körper, Pogba, kann da die Gegner dann besser vom Ball trennen wie ein Touré. Also ich würde es auf jeden Fall so spielen. Wie gesagt, schreibt immer eure Meinung dazu. Und die Leute, denen ich euer Team bewerte, könnt gerne runterschreiben, wie ihr es fandet, wie ich euer Team bewertet habe. Könnt ihr gerne reinschreiben, Freunde. Also wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall reinschreiben. Wir kommen jetzt zum sechsten Team dieser Folge, also das vorletzte. Was sehen wir hier? De Gea. Ja, finde ich jetzt nicht so gut. Bei Longshots ist er sehr, sehr schlecht, muss man einfach sagen.
Valencia, Bailey, das ist halt so die Standardverteidigung. Ramos und Alba, ja, zu klein und ja, viel zu offensiv meiner Meinung nach. Deswegen würde ich die nicht spielen. Ihr seht auch schon die Verbesserung, die ich vorgeschlagen habe. Fährmann, wie gesagt, deutlich besser. Boateng deutlich größer und bleibt auch hinten, nicht so wie Ramos. Wenn man natürlich sehr offensiv spielen will, nur mit zwei Verteidigern, dann kann man natürlich Alba und Ramos spielen, wenn man da mit Bailey und Valencia mit zwei Verteidigern hinten zufrieden ist. Weil Ramos, habt den ja auch mal gespielt, der steht immer im ZM, also der steht dann zwischen Griezmann und Petit ungefähr, steht Ramos öfters. Und Alba, ja, steht auch da irgendwo links oben bei Griezmann rum, also verstehe ich nicht, warum dann die Spieler Linksverteidiger oder Innenverteidiger sind, würde ich niemals spielen sowas. Deswegen, Rest ist vom Team sehr, sehr stark. Wir haben hier den Yaya Touré, ZDM, kann man auf jeden Fall spielen. Wie gesagt, ich würde nicht komplettes Spiel spielen, habe ich auch vorhin bei dem Team schon gesagt. Aber ja, so 60 Minuten kann man den schon spielen. Vielleicht auch nur zum Einwechseln. Aber er braucht halt hier einen, naja, er könnte hier auch Herrera nehmen, aber der ist noch schlechter von der Wertung. Oder halt ja, Pogba. Ihr könnt natürlich auch Pogba hinstellen, das wäre natürlich die beste Lösung, wahrscheinlich Pogba da hinzustellen. Griezmann, ja, Salah, Ronaldo und Hernandez, zu denen muss ich glaube ich nichts sagen, dass die alle vier überragend sind. Also ja, da kann man nichts verkehrt machen. Griezmann auch überragende Karte, hätte ich nicht gedacht, dass der so abgeht. Also Griezmann, ihr seht es, in 150 Spielen über 200 Torbeteiligung. Also das ist krank und das ist sehr, sehr stark. Also hätte ich nicht erwartet von ihm, hat mich zum Positiven überrascht, der Kollege. Also sehr, sehr starker Stürmer oder ZOM könnte auf jeden Fall beides spielen. Salah auch überragend. Ich überlege, vielleicht mache ich den 98er ist das ja, vielleicht mache ich den, überlege ich. Ist halt 1,3 Millionen, ja, wo man einfach im Endeffekt wegwirft. Aber die Karte sieht schon sehr, sehr geil aus, deswegen könnte man den auf jeden Fall machen. Aber ich weiß noch nicht genau. Ihr seht auch, ich habe 2,8 oben jetzt drauf. Ich hätte dann nur noch 1,5. Aber ja, wenn der BM-Modus kommt, würde ich natürlich auch noch ein bisschen was reinballern. Ja, muss ich überlegen, Freunde. Aber die SBC geht, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Wir sind hier beim letzten Team angekommen, Freunde. Sehen hier wieder einen Fährmann im Tor, der auch ja sehr oft in den Teams ist. Wenn man gerade ein günstiges Team hat, ist ein Fährmann natürlich oft vertreten. Ja, Valencia, Bailey, Boateng, Alaba. Na, die Standard-IV und Außenverteidiger natürlich. Vidal, Modric und Pogba. Modric würde ich nicht spielen, da er eine Statur von einem 12-Jährigen hat, bin ich ganz ehrlich. Also, nee, der hat keinen Körper, der Kollege, würde ich nicht spielen. Da würde ich lieber ein Tolisso spielen, bin ich. Also, dann würde ich ganz lieb klar ein Tolisso spielen. Wird auf jeden Fall auch klar gehen. Und Ribéry statt Asensio, weil Asensio ist im FIFA nicht geil, Asensio. Also, ist nicht so geil. Ribéry ist da deutlich besser. Man sieht, Bale ist dann nur auf 8 Chemie, wenn man Trainer und Loyalität hat. Aber das reicht. Ich habe Bale auch sehr lange im Sturm sogar gespielt. Und Bale reicht auf 8 Chemie. Da merkt man keinen großen Unterschied. Der Rest ist auf voller Chemie. Ribéry muss man noch umformen. Dann ist er auch auf voller Chemie. Ist besser wie ein Asensio. Hat jetzt nicht die geilste Ausdauer mit 70 knapp. Aber ist besser wie ein Asensio. Gerade vorne ist deutlich schneller. Ja. Ja, 4 Punkte schneller, aber immerhin. Ja, wie gesagt, da würde ich eher vielleicht trotzdem einen Einwechselspieler wie Mané oder so mitnehmen. Aber finde ich so besser. Wie gesagt, schreibt da gerne eure Meinung dazu rein zu dem Team. Also, ich muss da auch ein bisschen länger überlegen, ob ich da überhaupt was umstellen sollte. Aber wie gesagt, ich finde Tolisso noch mal ein bisschen besser wie Modric, weil er ja, 1,74, wie viel Stärke hat er? 58, also. Der gewinnt im Mittelfeld keinen Zweikampf. Also, wenn da muss nur als Vergleich sein, wenn dann Petit gegen ihn kommt, wenn dann Blanc gegen ihn kommt und ZM, er hat keine Chance, die sind 1,90 Meter, die bumpen den weg. Tolisso ist immerhin ein bisschen größer und hat immerhin 81 Stärke, ist schon deutlich besser, also immerhin 20 Punkte mehr. Also würde ich schon Tolisso dann spielen, wie gesagt, könnt ihr gerne reinschreiben, aber ja, ich bin kein Fan von Modric in FIFA, bin ich, also. Ist einfach so, Freunde. Also bin ich kein Fan von Modric. Einfach eine Statur hat von 14- oder 12-Jährigen. Also ja, braucht man eher einen bullischen Pogba oder Vidal. Vidal ist zwar jetzt auch nicht groß, aber er hat auch, ja, er ist ein Kämpfer. Und Stärke bei ihm merkt man nicht so wie bei Modric. Hat hier nur 77 Stärke, aber das fühlt sich an wie 85 bis 90. Und er hat noch Aggressivität, was so hoch ist, was natürlich da auch noch zu, was man da noch merkt natürlich. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es auch mit dem letzten Team gewesen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Verbesserungen oder so habt, gerne reinschreiben. Nehme ich mir gerne vor, dann das zu verbessern. Falls ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr es natürlich auch gerne reinschreiben. Freunde, wenn es euch gefallen hat, ist sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.